möchte Sie aus einer leeren Kirche ganz herzlich begrüßen. Schwierige Zeiten machen wir zurzeit durch. Und was mich wundert, ist die Unvernunft, die wir in diesen Tagen erfahren. Da gibt es auf Sylt Gäste, die sich weigern, die Insel zu verlassen. Die Begründung, weil sie ja bezahlt haben. Oder weil man meint, ja, in der frischen Nordseeluft steckt man sich so schnell nicht an. Ja, dass sie trotzdem mit Menschen in Berührung kommen, das spielt dann keine Rolle. Und gleichzeitig habe ich heute an diesem Samstag gehört, dass es Corona-Partys gibt, junge Menschen, die zusammenkommen und feiern und ordentlich Alkohol fließen lassen. Das ist eine seltsame Sache mit dem Leichtsinn. Die einen behaupten, mir kann schon nichts passieren. Und auf der anderen Seite missachtet man, dass man auch andere Menschen gefährdet und anstecken kann. Ja, locker geht man mit Anweisungen um, die uns alle betreffen. Es gibt zwei Worte unserer Bundeskanzlerin, die mir nahegegangen sind. Auf der einen Seite nehmen Sie die Lage ernst und andererseits unsere größte Fürsorge in diesen Tagen ist einfach Distanz bewahren. Ja, hunderttausende Menschen kämpfen jetzt tapfer auch in den Krankenhäusern gegen diese Krankheit. Und trotz gibt es für mich einfach Trost. Ich habe noch nie vorher so viel Ermutigung bekommen. Herr Pastor, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Und das mit einer Wärme und Herzlichkeit, die ich lange so nicht mehr gehört habe. Passen Sie auf sich auf. Ich denke, das sind Menschen, ja wie Engel, die auf mich aufpassen, die für mich mitdenken. Ja, Engel, die mich behüten jetzt auf meinem Weg. Ja, Menschen, die mich deutlich werden lassen, dass ich angenommen bin und dass ich ihre Zuwendung erfahren darf. Jetzt möchte ich, nachdem ich so viel Zuspruch erfahren habe, Ihnen sagen, passen Sie gut auf sich auf, schenken Sie sich die Zuwendung und auch die Liebe, die wir alle in diesen Tagen so dringend nötig haben. Ich möchte Sie einladen, ja füreinander solche Engel zu sein in den nächsten Tagen. Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und ganz liebe Grüße, Ihr Pastor Müller.